Hallo ihr Lieben, kleine sonntägliche Runde, 3. März ist heute, herrlichstes Wetter, nur leider nicht ganz so klar, es ist ein bisschen diesig, aber ich musste unbedingt raus, früher ging es nicht, hatte ein bisschen Familienangelegenheiten und ich möchte euch auch ein kleines Update geben zu unserem YouTuber-Treffen, dazu aber später mehr. Ich werde in diesem Video wahrscheinlich nicht viel kommentieren, ich werde einfach ein bisschen die Bilder sprechen lassen, das ist so eine schöne Gegend, da muss man gar nicht viel dazu sagen. Viel Spaß beim Zuschauen und dann bis später. Thank you.
Jetzt sitze ich hier gemütlich auf der Bank und werde das gleich mal nutzen, um euch ein paar Updates zu unserem YouTube-Radler-Treffen zu geben. Es wird am letzten Aprilwochenende stattfinden und die Mehrheit hat sich auch für den ersten Campingplatz entschieden, also werden wir auch den ersten Campingplatz nehmen. Wer sich irgendwo in Erfurt ein Zimmer nehmen möchte, kann das natürlich gerne machen. Das ist natürlich keine Verpflichtung, den Campingplatz zu nehmen. Wer auch den anderen Campingplatz nehmen möchte, kann das auch machen. Die meisten haben sich aber für den ersten entschieden. Jetzt meine Frage zur Organisation, da müsst ihr mir mal ein bisschen helfen, wie ihr das gerne haben möchtet, was euch am liebsten wäre. Wir können Samstag früh erstmal eine kleine Radrunde durch die Stadt drehen, da mache ich euch eine kleine individuelle Stadtführung und fahren dann von da aus gleich los auf unsere kleine Radrunde, da überlege ich mir was Schönes und dann werden wir so gegen 16, 17 Uhr wieder zurück sein. Dann können wir theoretisch direkt im Anschluss essen gehen. Direkt mit den Radklamotten, egal. Sollte das Wetter jetzt schlechter sein, macht es vielleicht Sinn, dass wir erst alle in die Quartiere fahren. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo ihr jetzt alle euer Quartier habt. Und uns dann nochmal abends treffen zum Essen und das dann einfach gemütlich ausklingen lassen. Ich wäre eigentlich für die erste Variante, dass wir uns entsprechend dann auch die Kleidung mitnehmen, dass wir dann abends, wenn wir nach Hause fahren, nicht frieren, dass wir für abends dann nochmal eine Jacke dabei haben. Es ist natürlich alles immer ein bisschen wetterabhängig. Das kann sein, dass wir das dann nochmal umschmeißen müssen, wenn das Wetter absolut nicht will. Und für Sonntagvormittag, wer Sonntag noch da ist und erst gegen Mittag, Nachmittag abreisen möchte, könnten wir auch noch mal eine kleine Runde drehen, so ein Stück auf dem Gera-Radweg oder sowas, irgendwas ganz Kleines nur, wo wir dann also nur so eine kleine Schleife so am Stadtrand von Erfurt noch mal langfahren. Das wäre so meine Idee. Oder wir lassen das Samstag früh mit der individuellen Stadtführung und buchen am Sonntag früh eine richtige Stadtführung mit einem Stadtführer. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir das so eine professionelle Stadtführung haben. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne haben möchtet, was euch interessieren würde. Mir ist das eigentlich egal. Kann mich da auf alles einstellen und bin auch für alles gewappnet und habe das alles auch irgendwie schon mal gemacht. Also es ist nicht das erste Treffen, was ich organisiere. Ich habe schon mal was organisiert und das war auch ganz nett. Es war eine kleinere Gruppe, aber das war trotzdem schön. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt und fest steht auf jeden Fall das erste Aprilwochenende. Und wer auch nur einen Tag kommen möchte, weil es zeitlich nicht anders geht, kann das natürlich auch gerne machen. Wer nur an dem Samstag da mit uns mitradeln möchte und hier aus der Erfurter Umgebung kommt, kann das natürlich auch gerne machen. Also das ist jetzt nicht Verpflichtung, dass man da wirklich alle Tage mit dabei sein muss. Gut, so viel dazu. Ich werde jetzt hier mein Päuschen noch ein bisschen genießen und dann geht es noch ein bisschen weiter durch den Wald und es geht Richtung Ilmenau. Und das ist hier übrigens der Stausee Haida. Ich glaube, von Ilmenau werde ich dann mit dem Zug wieder zurückfahren. Also, ich freue mich auf euch. Bis später. Da drüben fährt meine Bahn. Die nächste fährt nämlich erst in einer Stunde. Dann werde ich jetzt einfach mal ganz kurz umplanen und werde einfach der Bahnlinie ein Stückchen folgen. Und dann werde ich irgendwo anders in den Zug einsteigen, also werde dann den nächsten nehmen. Ist ja Quatsch, wenn ich jetzt hier in Ilmenau auf dem Bahnhof sitzen bleibe eine Stunde. So schön ist der Bahnhof nämlich auch nicht. Ja, jetzt fahre ich dann hier einfach nicht zum Bahnhof, sondern fahre gleich Richtung Elgersburg weiter. Elgersburg, Geraberg, Plaue, irgendwo wird es dann schon passen. Ja, da ich den Zug ja nun verpasst habe, werde ich jetzt bis Arnstadt fahren. Das sollte passen. Und von da habe ich dann verschiedene Möglichkeiten, nach Erfurt zu kommen. Der fährt alle halbe Stunde was. Das ist dann einfacher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses kleine, unkommentierte Video. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich freue mich auf alle, die zum YouTuber-Treffen kommen, zum YouTube-Radler-Treffen kommen. Und ansonsten verabschiede ich mich von heute für euch. War schön, dass ihr dabei wart.
Habt eine schöne Zeit, was auch immer ihr macht. Bleibt gesund und habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss!